Hi zusammen, ich zeige euch heute, wie wir zwei Vierecke zusammennähen können. Und zwar seht ihr hier zwei Granny Squares. Ihr könnt dabei jedes beliebiges Viereck nehmen. Also das kann auch durchgängig zum Beispiel nur in festen Maschen oder in Stäbchen sein. Und am besten drehen wir das Ganze auf die linke Seite. Und dann suchen wir uns die beiden Seiten aus, die wir zusammennähen wollen. Ich verwende jetzt den Faden, der hier vom Häkel auch übrig geblieben ist. Besser ist es natürlich, wenn dieser noch länger ist, aber da war das Garn bei mir schon alle. Und dann legen wir das sorgfältig nebeneinander. Wir werden das Ganze im Matratzenstich machen. Das heißt, wir werden ständig zwischen der einen und der anderen Seite wechseln. Und zwar lege ich das jetzt wirklich so, wie das später zusammengenäht sein soll. Und dann gehe ich hier rüber zum anderen Viereck, gehe dann praktisch von oben mit der Nadel rein und komme oben wieder raus. Also ich gehe nach unten durch und komme oben wieder raus. Ziehe da jetzt den Faden durch und jetzt gehe ich wieder zur anderen Seite, und zwar genau gegenüber des Stiches, also genau so. Gehe ich hier jetzt auch drunter und komme wieder raus. Hier genau das gleiche. Wieder auf der anderen Seite. Das machen wir so bis zum Schluss, bis wir hier angekommen sind. Dann können wir das Ganze verknoten. Und ich zeige euch mal, wie das von vorne aussieht. Das sieht man nämlich fast gar nicht, dass es vernäht ist. Und das ist das Tolle an dem Matratzenstich. Okay, ich hoffe, das Video war hilfreich. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.